Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich weiß zwar nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich genieße den Sommer und die warmen Temperaturen. Und ganz besonders toll ist natürlich auch die regelmäßige Abkühlung, die man sich verschafft. Und zwar auch von innen. Und was eignet sich dafür besser als ein leckeres Eis aus der Waffel? Ja, und wie man Eis herstellt, das habe ich Ihnen ja in einer meiner vorherigen Sendungen schon mal gezeigt. Deswegen interessiert mich jetzt eher der untere Teil, nämlich die Waffel. Eine ziemlich geniale Erfindung, wie ich finde, denn sie liegt zum einen nicht nur gut in der Hand, sondern ist zudem auch noch sehr schmackhaft, man muss nichts abwaschen und produziert auch keinen Müll. Und hier in Utlede, zwischen Bremen und Bremerhaven, da weiß man sehr gut, wie man diese Waffeln herstellt. Denn seit 1972 ist hier die Waffelfabrik Findeisen ansässig, ein Familienunternehmen, das bereits in dritter Generation geführt wird und wo ich jetzt verabredet bin. Das erste Eiswaffelpatent wurde bereits 1903 angemeldet. Wer genau die Eistüte erfunden hat, die Waffeltüte, darüber ist man sich noch nicht ganz einig. Aber was ganz sicher ist, dass es seit 1930 bereits Waffeln von der Familie Findeisen gibt. Und aktuell dafür verantwortlich ist Oliver Findeisen, der Geschäftsführer. Hallo. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Sie haben bestimmt ordentlich Produktionsstress im Hochsommer jetzt, oder? Ja, Sommer ist eine Eiszeit und da brauchen wir ganz viele Waffeln. Und trotzdem, das ganze Jahr über wird ja gerne Eis gegessen, wobei die Waffelproduktion ja dann doch eher Saisongeschäft ist, oder? Verkauf ist hauptsächlich Saison. Natürlich brauchen wir gutes Wetter, das ist unser bester Verkäufer. Aber produzieren tun wir das ganze Jahr. Und wir sehen jetzt hier ganz, ganz viele verschiedene Waffelsorten aus dem Sortiment. Warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Waffeln und wie viel haben Sie? Oh, es gibt wirklich viele verschiedene. Es gibt drei Hauptsorten an Waffeln. Wir haben einmal die süßen gedrehten, was eigentlich so die Hauptmenge unserer Produktion ausmacht. Dann gibt es gepresste Waffeln und Dekorwaffeln. Viele verschiedene Sorten gibt es, weil jeder mal gesagt hat, ich möchte ein bisschen kleinere, ein bisschen größere, ein bisschen längere, ein bisschen schmalere, damit die Kugel da schön drauf aussieht. Und da passt man sich den Kunden an und produziert eben deutlich mehr Artikel als zu meiner Kinderzeit waren es deutlich weniger. Wahnsinn, also jede Waffel im Prinzip erfüllt unterschiedliche Kriterien, ja? Ja. Und was ist so das Gängigste? Was wird so am häufigsten gerne gekauft? Das ist das Standardhörnchen, was deutschlandweit oder europaweit am meisten verkauft wird. Hörnchen, sagen Sie dazu? Ja, das sind bei uns Waffelhörnchen. Okay. Süße gedrehte in Insiderkreisen. Also süß wird betont, das heißt, es gibt die auch in unsüß? Diese gedrehten nicht, weil man den hohen Zuckeranteil braucht, damit man sie überhaupt verformen kann nach dem Backen. Und hier hinten, die sehen auch ein bisschen blasser aus. Das ist so diese typische Ein-Kugel-Eiswaffel. Das ist eine gepresste Waffel. Hier ist gar kein Zucker drin und dadurch dann von der Produktion auch deutlich günstiger. Deswegen wird die für eine Kugel genommen. Und diese Teilchen hier, Röllchen würde ich jetzt sagen, die eignen sich dann als Dekor. Ja? Also wenn man wirklich das Eis dann im Glas kriegt, hat man trotzdem noch eine Waffel dabei. Genau, das ist eine Hippe, die zur Dekoration genommen wird, genau wie diese Herzen. Oder unsere Crossis, ein Waffeltaler. Und hier hinten, da sehe ich noch so Röllchen. Ostfriesische Krüllkuchen, ist das noch was Besonderes? Ja, das ist ein Artikel, den nur wir hier produzieren. Ist ein reiner Winterartikel eigentlich, weil es ein Neujahrsröllchen ist, wie man es vielleicht noch so kennt, der über dem Kochlöffel normalerweise gedreht wird von Opa zu Hause. Mhm. Wir machen es maschinell mit Anis drin und da sind wir die Einzigen, die das können. Anis, ah ja, das ist auch nochmal der besondere Geschmack, deswegen auch eher winterlich. Bis in dieser Weihnachtsgeschmack, genau. Okay, und Sie sagten schon, ganz zu Ihren Kindeszeiten, da gab es noch nicht so viel Auswahl. Ich könnte mir vorstellen, die Maschinen haben einiges an Arbeit abgenommen, oder? Früher war man dann auch eher mit der Hand unterwegs, ne? Ja, also zum einen waren die Maschinen kleiner und man musste doch deutlich mehr sortieren mit der Hand. Das geht heute alles deutlich schneller, größer, schneller, wie die Zeit sich so entwickelt. Das ist das Stichwort. Ich möchte mir natürlich jetzt gerne mal die Maschinen ansehen, wie es funktioniert. Ja, bevor es ans große Backen geht, steht morgens täglich die Reinigung an. Wie viele Maschinen haben Sie insgesamt? Vier von diesen großen, süßen, gedrehten Anlagen. Und die werden bei uns jeden Tag einmal sauber gemacht. Und Sie backen vollautomatisch, aber ein eigenes Reinigungsprogramm haben Sie nicht. Also da müssen noch die Mitarbeiter ran, ja? Das wird alles noch schön per Hand gemacht. Warum? Was genau macht der da hinten? Ja, es werden, weil der Zuckergehalt ja in den Massen so hoch ist, setzt sich relativ viel Kruste ab. Und die muss einmal am Tag entfernt werden. Das hat natürlich auch ein Positives, denn man kann gleichzeitig mal reinschauen. Es sieht im Prinzip aus wie ein Waffeleisen in hundertfacher Ausführung, ne? Ja, 100 große, größere Waffeleisen von zu Hause aneinander wie eine Fahrradkette aufgebaut. Wahnsinn. Und man sieht oben die ganz kleinen und unten sind sie dann, das ist nur die Rückseite, oder ist das das Großgemusterte? Das ist außen, damit das Feuer sich ein bisschen besser verteilt an den Backplatten.
Ja, und wenn die gereinigt sind, werden sie dann, bis es zum Backprozess kommt, noch irgendwie vorbereitet, nochmal eingefettet oder so, damit da nichts kleben bleibt? Es kommt ein bisschen Trennwachs noch auf, aber das meiste, was wir an Trennmittel brauchen, ist direkt in der Masse. Gut, dann ja, lassen wir die Kollegen fertigstellen und wir widmen uns dem Teig. Ein guter Teig steht und fällt natürlich mit seinen Zutaten. Herr Findeisen, was gehört rein in den Teig? Wasser, Mehl, Zucker, Lecithin und Öl und noch ein paar Sachen, die ich nicht unbedingt erzähle. Ich verstehe. Und generell aber die Waffeln aus Ihrem Hause, sind die alle, haben die mehr oder weniger den gleichen Teig oder unterscheidet sich das noch von den Zutaten? Ja, wir hatten es ja eben schon, die süßen gedrehten haben natürlich deutlich mehr Zucker in der Masse. Bei uns heißt es Masse, nicht Teig. Und dann gibt es die Halbsüßen und die Tulpen ohne Zucker und die Dekorwaffeln. Da sind natürlich ein bisschen andere Aromen noch drin. Aha, das heißt, da muss man dann schon drauf achten, welche Waffel gerade gefragt ist. Ja, genau. Und wie sieht das aus? Niedersachsen hat viel zu bieten. Nutzen Sie da auch regionale Rohstoffe? Ja, wir versuchen schon, die Rohstoffe von hier zu benutzen. Hauptsächlich das Mehl, das natürlich ein großer Bestandteil ist, kommt schon hier aus der Gegend. Und was das Rezept angeht, jetzt gibt es ja die Firma schon sehr, sehr lange. Ist das immer noch alte Tradition oder hat man das so ein bisschen auch der Neuzeit angepasst? Es hat sich ein bisschen verändert, aber so ein bisschen das Spezielle an den Rezepten, das ist schon ziemlich alt. Und das versucht man auch beizubehalten, ne? Weil das macht ja schlussendlich dann eure Waffeln aus, oder? Genau. Also geschmacklich kann ich unsere Waffeln eigentlich überall erkennen. Wir sehen das jetzt hier schon vorbereitet. Der Kübel wird jetzt gleich gefüllt. Wird das alles noch zum Teil von Hand dann abgewogen? Nee, es wird alles per Computer gemacht. Jede Waffel hat das eigene Rezept und dafür haben wir einen Computer, der dann immer alles abwiegt. Okay, und wie viel passt dann an Masse hier rein? Oh, das sind fast 200 Kilo. Nicht schlecht. Und davon gibt es dann wie viel am Tag? Oh, wir müssen für jede Maschine ungefähr pro Stunde eine Masse machen. Kommt dann je nach Größe der Waffeln so zwischen 5.000 und 10.000 Waffeln raus. Nicht schlecht. Liebe Zuschauer, der Waffelteig ist angerührt, doch bevor es jetzt ans Backen geht, muss ich Sie leider in eine kurze Pause schicken. Aber danach werden wir die riesigen Waffelöfen füllen und das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Also dranbleiben. Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Bei mir dreht sich heute alles um die wichtigste Zutat beim Waffeleis, nämlich die Waffel. Und passend dazu bin ich zu Gast in der Waffelfabrik Findeisen in Uthlede. Bei mir habe ich immer noch den Geschäftsführer Oliver Findeisen. Wie häufig essen Sie eigentlich persönlich Waffeleis? Eigentlich immer, wenn ich mal einkaufen bin. Ich mag das immer noch gerne, weil für mich gehört zu einem Eis auch eine vernünftige Waffel dazu. Und Sie als Waffelproduzent, geht man da mit gewissen Vorurteilen an ein Waffeleis heran? Schmeckt man das irgendwie anders? Ja, also für viele Leute sicherlich die Waffeln nur eine Verpackung. Für mich ist es schon, wenn wir es selber produziert haben und ich kann das schon erkennen, ob es unsere eigene Waffel ist. Von daher ist das immer schon recht wichtig, auch immer zu gucken, ob die Qualität noch so ist, wie ich mir das vorstelle. Okay, und für Sie persönlich, war das von Anfang an klar, dass Sie in die Fußstapfen Ihres Papas und Opas steigen und das Unternehmen führen? Ja, also seitdem ich laufen kann, bin ich eigentlich immer in einer Waffelfabrik unterwegs und da war es für mich klar, dass ich das auch irgendwann mal später mache.
Das ist schön. Jetzt wird's spannend. Der Teig, den haben wir gesehen, der ist angerührt, der ist fertig. Jetzt geht's daran, das Ganze ja, zu bestücken, die Maschinen. Man sieht es hier schon, relativ leicht ist die Waffel ja dann am Ende. Das heißt, es sind ziemlich kleine Portionsgrößen, die dann hier dosiert werden müssen, ne? Ja, hier produzieren wir dieses kleine runde Waffelblatt. Und ja, da kommen dann ungefähr 3 Gramm schwere Waffelblätter raus. Und von daher, es ist ja noch fast 50% Wasser im Teig. Und der kommt noch raus. Das heißt, es sind nur 6 Gramm Teig ungefähr, der darauf dosiert wird. Wahnsinn, merkt man dann bestimmt fast kaum. Man sieht, es läuft hier stetig durch. Macht man irgendwann eigentlich noch mal so einen Geschmackstest oder geht man volles Risiko und man produziert vielleicht mal irgendwie mal eine Masse, wo vielleicht noch was gefehlt hat? Kann das passieren? Nein, also zum einen wird beim Teigmachen natürlich viel oder eigentlich alles per Computer abgewogen. Das heißt, es kann nichts fehlen. Und dann, ich esse die Waffeln nicht nur leidenschaftlich, weil ich Waffeln essen möchte, sondern auch, weil ich natürlich Qualitätskontrolle mache. Und das wird durchgehend auch von allen Mitarbeitern gemacht. Ah ja, und das läuft im Prinzip dann Tag ein, Tag aus, kommt vorne rein und hinten dann gar wieder raus. Immer das Gleiche. Ja, und so schnell geht's. Eine Minute ungefähr dauert's nur und dann ist die frische Waffel fertig. Vor allen Dingen kommt jetzt auch noch der Geruch ins Spiel, wenn Sie das riechen könnten, liebe Zuschauer. Und der Geschmack, ne? Schön knusprig. Ja, schön süß, schön nach Waffel. Schmeckt hervorragend. Wie viele Einzelstücke entstehen hier dann am Tag? Ja, am Tag machen wir so circa 1 Million Waffeln. 1 Million? Ja, grob 1 Million, ja. Ich bin geplättet. Wie sieht das aus von der Bräunung her? Es gibt blassere, es gibt Tick, die schon ein bisschen an Dunkelbraun rangehen. Regelt man das durch die Backzeit oder liegt das am Teig? Nee, ist eher eine Temperaturfrage. Also wir können die Temperatur des Backofens einstellen und dadurch dann die Bräunung. Aber unsere Waffeln sind eigentlich nie zu hell, weil wir diesen Geschmack, der so ein bisschen Richtung Butterkeks geht, eigentlich nur durch eine gewisse Bräunung auch erreichen. Das ist also die gewissen Röstaromen. So in der Richtung. Ich verstehe. Wie geht es mit der Waffel weiter? Die ist jetzt ganz frisch, fast noch warm. Man sieht da ja, so ein paar Türme, wo dann die Waffel ihren Weg nimmt. Was genau passiert? Ja, also nach ungefähr 1 Minute ist die Waffel fertig gebacken, wird dann aufgewickelt, kühlt schon das erste Mal ab, dass die Form bleibt. Und dann sieht man, dass die Kühltürme nochmal den Rest dazu tun, dass die Resttemperatur und Restfeuchte nochmal entweichen kann. Und danach wird sie abgezählt, nochmal von den Damen am Band hier Kontrolle gemacht, ob Größe und ob alles in Ordnung ist und wird dann verpackt. Und bei der Verpackung muss man da auch nochmal auf was ja, besonders Wert legen, weil ja so eine Waffel ziemlich zerbrechlich ist? Ja, also deswegen gibt es da auch noch keine Maschine für, weil so eine Waffel ist empfindlicher als ein rohes Ei, von daher muss man sehr vorsichtig umgehen beim Einpacken. Und dann gibt es das ja nicht mehr für den Endverbraucher als solche, sondern für die Großkunden. Das heißt, in wie viel Größen, wie viele Eiswaffeln sind in so einer Verpackung dann drin? Ja, kommt natürlich auf die Größe der Waffeln an, aber so zwischen 200 und 500 Waffeln pro Karton. Und das geht dann direkt an die Eisdiele über den Großhandel. Ja, da kann man ordentlich essen.
toll, so schließt sich der Kreis. Ich finde ein gebührendes Abschlussbild natürlich für eine Waffelfabrik, dass man selbstverständlich am Ende mit der Waffeltüte und dem entsprechenden Eis dasteht. Wo gehen die ganzen vielen Tausende, Millionen, muss man ja sagen, Waffeln hin? Hauptsächlich in Deutschland, aber auch ein bisschen das nordeuropäische Umland. Also Dänemark, Holland, Belgien. Gibt es da eigentlich viel Konkurrenz oder sind Sie da eigentlich so auf weiter Flur allein am Markt? Konkurrenz gibt es immer zu viel. Aber es ist schon erträglich. Es gibt noch 5 Waffelbäckereien ungefähr in Deutschland, die aber auch einen Großteil des europäischen Umlandes mit beliefern. Und Sie haben noch ein riesengroßes Lager. Wie, ich glaube, so viel Lagerzeit im Sommer, glaube ich, gibt es gar nicht, weil die das alles abfordern. Wie lange könnte man diese Waffeln aufbewahren? Wird sowas auch schlecht? Also im Sommer ist der Umschlag sehr schnell, aber Waffeln sind 18 Monate haltbar und von daher sehr unproblematisch. Also kann man durchaus auch ein bisschen länger warten, aber man geht ja davon aus, dass man sie dann natürlich auch aufisst. So soll das sein. Wunderbar, ja, also bin begeistert mal wieder. Ich habe viel gesehen. Jetzt wissen wir auch, wo die Waffeln herkommen, Herr Findeisen. Herzlichen Dank und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute, ja? Ja, gerne. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ja, das hat ein bisschen Appetit gemacht. Wenn ja, dann gönnen Sie sich doch einfach auch ein Eis mit Waffeln natürlich vom Eismann Ihres Vertrauens. Und wer weiß, vielleicht beißen Sie ja sogar in eine Findeisenwaffel. In dem Sinne, lassen Sie sich schmecken und schalten Sie gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just can't.